Und wenn wir durchgeatmet haben, können wir aufbrechen und Duschzeug kaufen. Ob wir immer noch 10.000 zahlen sollen? Oh, warte mal. Nee. Hier fahren wir mit dem Aufzug. Das möchte ich im Moment nicht. Up interest and go. So, quatschen wir mal eine Runde mit ihr. Episode of the Chairman's Children. Care to listen with me? Nee, danke. Ja, meine Ingenieure möchte sich gerne mal wieder so richtig fein rausputzen, um Chief Jun Lai zu beeindrucken. I think I got just the thing, my dear. A few years back, Auntie Cleo's put out a home makeover kit. And I snagged cool. a couple for myself. High-grade shampoo and conditioner. Scrubby brush. A nice lotion, that sort of thing. I still got them, too. What's the scrubby brush for? Cleaning around your nails, sweetheart. Gets the engine grease out. Makes your hands soft. Most folk don't got the time. Or bathtubs for such, me included. I'll let you have one on clearance. You want rosish, mock apple and cinnamon, or refurbished ship? Ja, wie cool. Wage Rose, wenn es um Romantik geht, dann verfehlt der Klassiker nie seine Wirkung. Wie wär's mit Pseudo-Apfel und Zimt? Avati ist schließlich so zuckersüß wie ein Apfelkuchen. Eine Ingenieurin, ja, steht vermutlich auf Raumschiff-Frische. Frisch gescheuertes Metall und so. Wir fragen Parvati. Oh gosh, we never talked about what kind of smells she likes. I think pretty much every spot on Groundbreaker just smells like old socks. It comes down to what sort of intent you got. If I was looking to do a spy job over in engineering, I'd be safe with refurbished ship. Now, if I was a young thing trying to come on all precious-like, I'd probably go with rosish. But if I was doing it for my own self, I'd pick mock apples and cinnamon. I guess you could eeny, miny, moe it. Ja, genau, wir können eeny, miny, moe spielen. A lady's scent says a lot about her. Vage Rose? Ja, Pseudo-Apfel. Also ich will ja jetzt hier nicht die Gladys irgendwie umwerben. Aber, naja, das stimmt schon. Ja gut, also Ingenieurin, da hat sie ja eben gesagt, wenn man in... ach komm, da. Like grit and grime covered over with cleaner, you mean? That's a smell that means we're really going places. I'll just wrap that up for you, since it's for a special occasion. I'll pay for that, ma'am. Thanks for being so helpful. Okay. You're welcome, dear. Das hat sie jetzt bezahlt. Schweren Herzens geben wir 10.000 Bits aus, um den Stella Boy Navigationsschlüssel zu kaufen. Wisst ihr, woran mich das erinnert? An Flashback. Da musste man auch, also um von diesem Planeten wegzukommen, musste man auch ein Ticket kaufen. Naja. Fantastic. Do be careful with it, dear. As these keys tend to be a tad hard to acquire. You should have a chat with Lilia Hagen in the sublight offices. She's a dear. You'll love her. Now, was there anything else? Nö, das war's erstmal irgendwie. Ich glaube, ich quatsch mal lieber mit der Parvati, bereite alles vor für ihren Love Date irgendwie auf unserem Schiff und werden mal sehen, was daraus wird, ne? You know where to find me. Aber wir werden natürlich auch nur mit der jungen Dame quatschen. Warum ist sie eigentlich rot? Naja. Parvati. Groundbreaker safe from melting to bits now. Lots of good people can rest easy because of you. Ja, ich hoffe. Hier ist deine Seife. Oh, thanks, Captain. I'm gonna put these someplace safe. Aber die hat das doch eben gekauft. In her messages, June Lay said her mama used to make this dish for Monarch. Dustback casserole. Saltuna and Xeno Gold. And then for dessert, there's a thing called, Herzküchlein. It's made with almond paste and Mandelcreme. There's gotta be some place in Stellar Bay that can bake a casserole. And I heard tell there's a Rizzo's town near there called Cascadia, what specializes in sweets. Na gut, das bekommen wir schon raus. Captain, I know I'm asking an awful lot, but I'm sure it's gonna be worth it. Weiß nicht, in dieser... La la la. Wir
sind wieder einmal aufgestiegen. Was hat Felix? Alles klar, Felix ist ruhig, Felix ist gelassen. Soll das etwa heißen, wir müssen jetzt auch für Parvati darüber? Herzküchlein in der alten Rizzo-Anlage auf Monarch. Beim Koch Raymond auf Stella Bay. Also zwei verschiedene Dinger müssen wir anfliegen, damit wir da aber und weiterkommen. Schlechter Kontakt. Sprich mit Jessie. Stimmt, die war doch in diesem Krankenhaus, ne? Der leere Mann. Das war ja hier für Vika Max. Kritische Lösung, Nebenauftrag. Da ist die Scalia oder Scylia, wie auch immer. Ja gut, dann wollen wir erstmal Dr. Wells davon darüber informieren, dass wir den Navigationsschlüssel haben. Ja, es ist nicht auf. Ach so, ich bin ja in einem Gebäude. Hey Boss, if you need a tour guide? I've seen all 12 episodes of Terror on Monarch. Kind of an expert. Brauchst du einen Tourguide? Ich habe 12 Folgen von Terror auf Monarch gesehen. Ja, mein Monarch ist am Mond. Okay. Müssen wir also wirklich zurück, alles klar. Dann tun wir das doch mal. So, freut mich Ada wiederzusehen. You're back. Not that I missed you. I assure you, I am not capable of such emotional capacity. So. Welcome back, Captain. Now that you have acquired a nav in the bay, would you like me to contact Dr. Wells? Yep. Well done. You'll love Monarch. Exotic climate, violent native species, fascinating culture, really. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the Board. They can help us set things right. If we don't put a stop to the Board, they're going to drive this colony toward a complete societal collapse. You'll see what I mean when you arrive on Monarch. Ja, das ist ja so, dass wir dann anscheinend zum Monarch sollen. Aber wir gehen erstmal auf einen anderen Planeten. Wir sollen diesen komischen Captain finden. Und willkommen zurück, Dieter. So, sag mir einfach, was ich tun soll. You'll want to hire the services of a skilled guide. I recommend a hunter by the name of Neoka. Frequents the drinking establishments of Stellar Bay. Very hard to miss. Once you have everything you need, make your way to Hiram Blythe's compound. Ja, wir müssen sowieso nach Stellar Bay. So, dann gucken wir mal, was er da noch für Fragen zu stellen gedenkt. Any questions you have. Okay. Everyone on the Hope is counting on you. Ja, schön. So. Wir könnten direkt losdüsen. Ich möchte aber noch einmal kurz... Oh, wir haben ja sogar schon wieder Punkte! Punkte, Freunde! Verteidigung wäre eigentlich ganz gut. Tarnung wäre auch gar nicht schlecht. Medizin und Tech, Wissenschaft. Führung, da habe ich jetzt schon länger nichts mehr gemacht. Pass auf, dann machen wir das so. Hier hauen wir einen drauf. Zwei. Zwei. Und hier können wir jetzt mal die letzten drei drauf tun. Klatsch annehmen. Vorteile kriegen wir erst wieder bei der 14. Cool. Der gute Felix. Haben wir eigentlich gut ausgerüstet. Ja doch, eigentlich. Naja. Hier. 26. Ja, gut, okay. Der darf auch... Nee, der darf nicht aufsteigen. Das dürfen die auch nur im geraden Bereich anscheinend. Parvati ist auch soweit ausgerüstet. Auch guck mal! Schweißerbrille. Damit Ballistik. Technik plus 15. Wahrnehmung minus 1. Technik plus 15. Alter. Ist ja krass.
Kommen die näher? Ist ja egal. Geben wir auf jeden Fall Parvati. Wohl, denn hat die sehr wenig Schutz, ne? Wir behalten uns mal im Hinterkopf, dass der noch da ist. So, können wir eigentlich in diesem Spind irgendwas abladen? Ne. Doch, ja, transferieren. Ha! Cooler Scheiß. So. Die Waffen, die wir tragen, werden anscheinend nicht angezeigt. Das ist gut. Laden, ne? Ach so, okay. Leichtes Maschinengewehr, okay. Die auch noch. Taktische Schrotflinte auch. Plasmagewehr und der Plasma. Ah, das ist ja nochmal eine taktische. Die brauchen wir nicht nochmal. Plasmagewehr, Joch. Ist auch ein. Auch ein 71. Die können wir dann vernichten. Oder halt. Was auch immer. Den Plasmakarabiner wollte ich behalten. Ultimatum, die Force-Waffe. Okay. Wir haben also tatsächlich diese verdammte Force-Waffe. Geil. Anrüstung. Der hat auch so einen leichten Schnuddel-die-Wuddel drum, ne? Und hat auch die Ecken markiert mit diesen Sonnenstrahlen. Das könnte man eigentlich dann vermachen oder verarbeiten, wie auch immer. Passt, das passt. Wie es reingeht, wollen wir das nicht alles mitschleppen, nicht wahr? Wir brauchen eh nicht so viel. Geht das schneller, wenn wir das so machen? Oh! Hilfe! Jetzt passiert. Ah, so, alles klar. Mann. Wusste gar nicht, dass man denn hier auf Vollbild mit Enter umschalten kann. Auf ins Bild. Aber ihr habt noch. Gut, alles klar. Ihr habt noch. Es geht ja richtig in Arbeit über hier. Doppelt E. Hätte ich mir mal merken sollen. Was haben wir denn hier noch? Diese komischen Modifikationen, die sind recht schwer. Und wir haben ja sowieso alle nicht mehr gebraucht. Ne? Also von daher können wir die alle direkt drüber tun. Das behalten wir bei uns, hat kein Gewicht. Das ist Schrott eigentlich. Die behalten wir mal. Können wir verkaufen. So, cool. Wir können das im Spind unterbringen. Das ist ja geil. Damit sind wir leer. Und damit offen für die neuen Sachen, die jetzt bevorstehen. Wir müssen aber erstmal fliegen, ne? Zwar nicht nach Monarch, sondern nach Stellar Bay. Ne, Scalia, da war der. Ja. Oh, eine neue Welt, Freunde. Destination reached, Scylla. Dann haben wir nämlich in unserem Tagebuch kritische Lösung. Finde Captain Iron auf der Scylla. Ist nur nehmen wir Robbie mit, wa? Wohl, dann nehmen wir mal Felix und den Robbie mit. Also müssen wir erstmal einen abwählen. Parvati hat nämlich schon echt, also die darf sich jetzt vorbereiten, die darf sich duschen, waschen und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine. Kann sich dann schon mal geistig auf, was weiß ich, vorbereiten. Mussten wir auf Scalia eventuell auch was für sie besorgen? Irgendwas für diesen Kuchen oder irgendwas anderes? Ich wüsste. Aber irgendwas stimmt nicht. Euer Bild ist so klein und da oben auch. Momang, Momang, Freunde. Momang, Momang. Ich muss da mal was regeln. So geht das nicht. Wie dem auch sei, Fehler behoben, alles gut, alles gut, alles gut. So, ha, diesmal war Sam dabei und Felix.
Felix habe ich mitgenommen, weil der wollte ja unbedingt mal die weiten Sterne sehen. Und den Robby habe ich mitgenommen, weil ich mal sehen will, was der so kann. Gute Arbeit, Sam. Thank you. Sam, merciless on Jerk. Ein gnadenloser Keimkiller. Jo, danke, Sam. War cool, Mann. So, 289 Meter da hinten hin müssen wir. Das heißt also, es geht hier bestimmt gleich richtig ab. Okay. Du hast da also bisher nur Comics drüber gelesen, ja? Ja, das muss man jetzt erstmal so ein bisschen genießen hier, ne? Was ist hier los? Aha. Du kommst da nicht runter, ja? Ah, das ist also. Du wirst jetzt eh gleich mit hier hochgebeamt. Siehst du? Hey, ihr kennt mich. Ich muss mich erstmal umschauen. Und wenn hier irgendein Aufzug... Ah, er macht das wirklich mit Säure. Warte mal. Das Gefühl, ah... Oh, das war Felix. Entschuldigung, Felix. Was? Ach, heilige Scheiße. Ja. Heilige Scheiße. Also, ich habe ja schon fast damit gerechnet, dass es hier rund geht, aber... Werkbank. Dass es hier direkt so abgeht. Ja. Nur nicht... Sicherheitsgut Gold. Können wir bestimmt gut verkaufen. Gut, dass wir vorher abgeladen haben, wa? Stoßpistole 122? 320, die kleine Pistole gerade? Hä? Ah, MK2. Schaden 64. Schaden pro Sekunde 320. Ja doch, ich meine, die haben gut reingehauen, die Freaks hier. So, alles nachgeladen, wunderbar. Da. Entschuldigung. Aber ich würde sagen, hier oben haben wir aufgeräumt, wa? Oder? Was ist das? Keine zweite Etage oder so? Doch, weiße. Here they come! Der war schon tot. Aber der hat doch noch gezuckt, oder? So geil mit seiner Säure. Boah, dunkel hier. Naja, das ist das Geräusch, wenn der fliegt. Alles klar, verstehe. Ollis Toxifree, nachgerüsteter schwerer Power-Körperpanzer. Okay. Und wieder mal ein Raumschiff-Modell.
so eine taktische Schrotflinte. Ne? Wie gesagt. Warum mal einen Moment? Irgendwie weiß ich nicht. Wir haben es ja. Wir haben es ja drauf. Na, Sam ist auch gar nicht so langsam. Gut, aber jetzt haben wir es hier, ne? Ist natürlich wieder über den Aufzug gehen, der war da hinten. Oh. Ja, dann, Ach, Kampfdrohne. Ja. Sehr schön. Ja, den Weg gehen, das muss nicht unbedingt sein. 302 Meter. Wir müssen, glaube ich, da hinten hoch, ne? Müssen wir hier eigentlich noch was erledigen? Da, Reichstöfchen. Stella Bay. Aber auf Monarch. Monarch, Stella Bay. Aber das ist auch wieder, Monarch. Hm, ich glaube ja. Das sind noch zwei Sachen auf dem... Aha. Stimmt. Ich sollte ja eigentlich auch noch... Oh Mann. Wir suchen erstmal den Captain. Ich sollte ja auf der Groundbreaker eigentlich noch zwei Sachen erledigen. Alter, was ist denn hier los? Was ist denn das für eine Anlage? Wow, die scheint ja noch ganz schön groß zu sein. Abgesperrt. Das sind nur optische Tricks. Okay, ich glaube... Hinter mir, verstehst du? Aua! Oh oh. Irgendwas nicht so Gutes geht gerade ab. Fuck. Man kann sagen, irgendwas nicht so Gutes geht gerade ab. Das war's wohl. Scheiße. Oh, wann hat er denn gespeichert? Oh, hier oben. Ah, okay. Da ist das Raumschiffmodul, bla bla, Wassersäbel, Rüstungsteile. Könnten wir eigentlich, wenn wir können? Ah ne, können wir nicht. Könnten wir eigentlich, wenn wir können, aber können wir nicht. Aber hier, ne? Ja. So. Da war ja eben schon da lang. Ja, ja, hier ist so eine Energiebarriere. Seht ihr die? Immer diese komischen Dinger da. Das ist die Grenze der Map, denke ich mal. Das war der Flammenwerfer, ich dürfe hier. Ja, die kriege ich ja mit der Knarre fast besser. Ich meine, ich bin wirklich kein
Meister der, der Granatwerfer, aber immerhin. So, Plasmagewehr würde ich gerne mal ausprobieren. Oder besser gesagt, das, ach, das habe ich ja weggepackt, ne? 300 Schaden, Alter. 300 Schaden. Schrotflint. Ja, ich bin doof gewesen. Dieses Plasma-Dings habe ich weggepackt, ne? Mhm. Ah, und dann ist man da in so einem komischen Ding. Deswegen geht's einem dann auch so kacke. Okay, verstehe. Wenn die einen bewerfen mit irgendwas, hat man so einen komischen Debuff. Und der zieht ganz schön ab. Alles klar, verstehe. Verstehe. Das ist natürlich krass. Ich wollte eigentlich mal kurz schnell gespeichert haben. Aber hab ich natürlich wieder nicht. Ach, cool. Und dann sollten wir den eventuell einfach aus dem Weg gehen, ne? Nach Möglichkeit. Ah, hier habe ich die Waffe noch nicht gewechselt, okay. Der Flammenwerfer hat dem ja anscheinend auch nicht so viel getan, ne? Okay, Kampf ist trotzdem ein Shit. Den Kopf geht gut. Zumindest bei den Kleinen. Jo, aha. Die können sich verbuddeln, die Penner. Aua! Nein, auch gerade in der Hand. Ich hab's gerade in der Hand, das blöde Spray. Okay, dann halt nochmal. Wir kommen da also... Ja, wir müssten die entweder weitläufig rumlaufen, aber das geht ja gar nicht. Na, dann müssen wir halt kämpfen, was soll's. Hm, aber die war schon ziemlich cool, ne? Die blöde Handfeuerwaffe. Ja, aber dann nehmen wir die doch im Gegensatz zu der. Die hat immerhin 215 Schaden pro Sekunde, bla bla. 238 taktische Schrotflinte. Naja, die kommen schon recht nah, ne? Bam, 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 bam. Das wird heftig. Ich weiß auch nicht, ob irgendwie andere helfen oder so. Wo kommt er denn her? Alter, mach dich fort! Mach dich fort! Mach dich fort! Alter, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Wollen wir nochmal einziehen? Was bist du für einer? So. Ich mach fort, du Verrückte. Alter, nein! Autsch. War aber ein guter Anfang. Oder auch nicht. Oder ein gutes Ende. Das nimmt kein gutes Ende. Alter, erstmal durchatmen. Nachladen, durchatmen. Hier habe ich immer noch den Flammenwerfer. Ne? Der war nicht sehr effektiv, weil auf kurze Distanz bringt halt nichts. So, taktische Schrottflinte. Hier haben wir die drauf. Gut. Dann einmal schnell speichern.